Vor der Kaffeepause haben wir noch einen Blog der Insights, das auch das Thema Mobilität kommt wieder. Dazu haben wir einerseits Stefanie Janssen, die Leiterin des Förderprogramms, und andererseits Armin Kommender, der nicht nur Vorstand ist, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Ladegrün. Wir haben ja inzwischen hoffentlich alle gemerkt, dass der Umstieg vom Verbrenner aufs E-Fahrzeug nicht reicht. Damit kriegen wir die Blechlawinen, die den öffentlichen Raum verstopfen, nicht raus. In welchen Bereichen die EWS mit dem Thema Mobilität zu tun haben, wo wir aktiven Beitrag leisten, das erfahren wir jetzt von Stefanie Janssen und Armin Kommender, die gerne jetzt die Bühne betreten unter donnerndem Applaus. Bitte. Nicht, ihr legt einfach los. Ja, lege ich direkt los. Wir haben ja heute schon ganz viel gehört darüber, dass die Mobilitätswende eigentlich sehr umfassende Veränderungen braucht. Wir brauchen als Gesellschaft Ideen, wie wir unser Mobilitätsverhalten verändern. Und wir brauchen ganz viel politischen Druck, damit wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür kriegen. Und um beides kümmern wir uns im Förderprogramm Sonnencent. Wir haben ein Themenfeld nachhaltige Mobilität, in dem wir ganz viele Projekte fördern und auch schon gefördert haben, die eigentlich genau das bedienen. Also wir haben Projekte von Organisationen, die versuchen, Kinder aus Brennpunktstadtteilen fürs Fahrradfahren zu begeistern oder Mobilitätsangebote für Körperbehinderte, also nachhaltige Mobilitätsangebote oder auch Fahrradkurse für Migrantinnen etc. Also alles Maßnahmen, die dazu helfen sollen, dass wir in der Breite der Gesellschaft unsere Mobilitätsgewohnheiten verändern und zu einer neuen Mobilitätskultur gelangen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz aktive Organisationen, die wirklich versuchen, politischen Druck hinter die Sache zu bringen, die Forderungskataloge aufstellen, Bürgerentscheide für bessere Radwegenetze in ihren Kommunen durchzudrücken oder sogar auf der systematischen Ebene versuchen, wie so Leitfäden zu entwickeln, wie können andere Kommunen auch genauso viel Power hinter die Forderungen bringen bei sich zu Hause. Also um wirklich auf allen Ebenen der Gesellschaft diese politische und gesellschaftliche Dimension der Mobilitätswende voranzubringen. Das ist so ein wichtiger Teil in unserem Förderprogramm. Ja, Steffi, du hast ja angesprochen, Förderprogramm, viele unterschiedliche Facetten. Wir machen da seit Jahren schon viel. Vieles funktioniert in Ballungsgebieten, in Städten. Was gibt es denn auf dem Land für Angebote? Was bieten wir denn den Leuten auf dem Land, um da vorwärts zu kommen bei der Mobilitätswende? Ja, das ist uns natürlich auch total bewusst. Und als wir die Förderkriterien aufgestellt haben für Mobilität, haben wir genau da auch drauf geschaut, weil ich meine, wir sind hier in Schönau. Jeder, der mal eine Zeit lang von Freiburg nach Schönau gependelt ist, weiß, dass es auf dem Land alles andere als einfach ist, einfach zu sagen, steig doch aufs Rad. Ne? Also das ist ein bisschen eine laue Empfehlung. Da hilft ein Wandel der Mobilitätsgewohnheit auch nicht viel. Da fehlen neue Ideen, da fehlt Infrastruktur, da fehlen ÖPNV-Angebote. Und auch da sind wir begeistert, wie viele tolle Ideen es da draußen gibt. Wir haben zum Beispiel den Landkreis Oberallgäu dabei gefördert, wie sie eine total spannende App entwickelt haben für Mitfahrgelegenheiten auf ländlichen Strecken in Kooperation mit den ganzen lokalen Vereinen, die da alle mitfahren, die mithelfen. Oder wir haben eine kleine Bürgerenergiegenossenschaft oben in Titisee, die ein ländliches Carsharing etabliert in Kombination mit einem Bürgerbus. Also auch da gibt es viele tolle Ideen, wie man gerade auf dem Land auch Mobilitätsgewohnheiten ändern kann, wenn man es intelligent angeht, entsprechende Anreize schafft. Nichtsdestotrotz kommen wir an einem deutlich besseren ÖPNV natürlich nicht vorbei und letztlich auch nicht am Thema Elektromobilität, also das ohne Elektromobilität und ohne den Umstieg vom Verbrenner aufs E-Auto geht es sowieso nicht. Und deswegen, Armin, welche Rolle spielt denn da die Firma Ladegrün? Ja,
Also wir haben Ladegrün gemeinsam mit Naturstrom, mit Green Planet Energy, mit der GLS Bank und mit den Inselwerken gegründet. Die Idee gab es schon relativ lange und wir Ökostromer und die GLS Bank, wir sind eigentlich alle vor der gleichen Herausforderung gestanden, dass unsere Kundinnen auf uns zugekommen sind und gesagt, wir würden gern Elektromobilität was machen, habt ihr Ladesäulen, könnt ihr uns das nicht verkaufen? Da wir ja bundesweit aktiv sind und das aufzubauen als EWS oder auch als Green Planet Energy, als Naturstrom, wenn es jeder für sich alleine gemacht hätte, wäre das extrem kompliziert und aufwendig gewesen. Und deshalb haben wir uns dann vor 3 Jahren entschieden, gemeinsam auf den Weg zu machen, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft gründen, die dann Ladeinfrastruktur, die sich mit dem Geschäftsfeld befasst. Wir haben die Gesellschaft dann auch als Genossenschaft gegründet. Das heißt, es ist genauso eine Genossenschaft wie wir oder auch Green Planet Energy, wenn man den genossenschaftlichen Gedanken, weil der genau da dazu passt. Und Ladegrün hat sich dann auf den Weg gemacht, vor allem dann mal Ladeinfrastruktur für unsere Kundinnen zu bauen, vor allem im halböffentlichen Bereich. Und wo steht ihr da inzwischen? Wie viele Ladesäulen werden gebaut? Was habt ihr vor für die nächsten Jahre? Ja, Ladegrün hat jetzt ungefähr 140 Ladepunkte errichtet. Für dieses Jahr sind nochmal ungefähr 200 bis 250 Ladepunkte geplant. Und in 2024, 2025 sollen es dann jeweils nochmal zwischen 700 und 800 Ladepunkte sein. Die Ladegrün, die hat ihren Sitz in Berlin und hat jetzt ungefähr 20 Mitarbeitende, die sich um die unterschiedlichen Projekte kümmern, die unterteilt sind in die verschiedenen Regionen. Und was Ladegrün unterscheidet zu allen anderen Ladeinfrastrukturgesellschaften ist, dass es halt nur mit Ökostrom, die ganzen Ladesäulen nur mit Ökostrom betrieben werden. Also wir sind der einzigste reine Ökostrom-Vertrieb, was die Ladeinfrastruktur anbelangt. Schön. Ich habe übrigens eine ganz wichtige Sache vergessen zu sagen gerade. Wir haben draußen auf dem Markt der Möglichkeiten teils unsere Projektpartner, die genau solche Projekte umsetzen, wie ich es gerade erzählt habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn einen das neugierig macht, da rauszugehen und zum Beispiel mal mit dem Verein einfach einsteigen zu reden, die genau solche Dinge tun, wie ich gerade eben angesprochen habe. Ich wollte eigentlich, Eva, wenn ich noch ganz kurz darf, ich wollte eigentlich, nachdem Steffi jetzt so die ganzen Projekte dargestellt hat und Mobilitätswende ja so umfassend ist und Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele gehört, ich würde Sie da einfach animieren, wenn Sie Ideen haben, gehen Sie auf Stefanie und aufs Team zu, auch wenn ich weiß, dass du dann wieder viel Arbeit kriegst und viel Anfragen, aber ich würde Sie da einfach auffordern und wenn Sie Ideen haben, kommen Sie auf uns zu, reden Sie mit uns und vielleicht können wir da gibt es was Neues, Tolles, über das wir dann nächstes Jahr berichten können, was wir über unser Förderprogramm, über diese Einzigartigkeit mit unserem Sonnensend, was wir da einfach zurückgeben können, um den ganz großen Bereich Mobilität ein Stück weit voranzubringen. Genau, wir haben auch einen tollen Überblick über alle Projekte, die wir machen, auch in unseren beiden anderen Bereichen, Energiegerechtigkeit weltweit und natürlich Bildungs- und Kampagnenprojekte in Deutschland, haben wir einen Report im Internet unter sonnensend-report.de. Sollten Sie auf jeden Fall anschauen. Da gibt es ganz viele Projektbeispiele, noch viel mehr, als was ich jetzt nennen konnte. Und wenn dann die Synapsen flackern bei Ihnen und Sie sagen, sowas kenne ich auch oder da habe ich eine Idee, ich mache ein eigenes Projekt, dann kommen Sie zu uns und wir schauen sehr gerne, ob wir es fördern können. Okay, vielen Dank Stefanie und Armin. Nun haben wir im Moment noch die Situation, dass das Mikrofon nicht überrannt ist. Das kann sich ja gleich ändern. Und ausgerechnet dieser glückliche Fall erwischt mich jetzt, weil bei mir brennt die Frage an euch beide, weil ich finde es großartig, ein flächendeckendes Ladeinfrastruktursystem aufzubauen, aber das ist so vom Auto her gedacht. Und wenn ich als Elektrofahrradfahrerin mit erschöpftem Akku und erschöpften Beinen irgendwo ankomme und keine Möglichkeit finde, mein Fahrrad zu laden. Wir hatten, bevor das losging mit Ladegrün und die erste Elektromobilität, die Pioniere unterwegs waren, gab es so tolle Ideen wie Strom beim Wirt, das Vorderhaus hat das angezettelt.
Ich habe mal mit erschöpftem Akku und erschöpften Beinen die Erfahrung gemacht, dass ich in einer Kneipe war, Gewitter zog auf, ich hatte keine Unterkunft, ich hatte keine Kraft mehr und habe in diesem Wirtshaus essen wollen und die haben mir gesagt, ich darf mein Fahrradakku nicht laden. Das war so das Extrembeispiel, was ich nicht möchte und vielleicht flattern jetzt gleich die Synapsen und die Leute haben Ideen, mit denen sie dann auf euch mit dem Förderprogramm zukommen. Vielleicht hilft auch ein Beispiel aus Innsbruck, wo entlang des Inns statt sind, mit Ladegeräten für Fahrräder, mit allen möglichen Anschlüssen, mit Schnürchen, Stahlschnürchen, wo Werkzeug dran ist. Vielleicht fällt einem ja irgendetwas ein, der sagt, und das machen wir jetzt bei uns auch und wir fragen beim Förderprogramm. Haltet ihr das für möglich? Also wir, genau, das ist genau der richtige Ansatz, denn wir als Förderprogramm, wir machen ja keine eigenen Projekte, das heißt, wir setzen nicht um, sondern wir sind darauf angewiesen und das funktioniert sehr gut, dass da draußen viele wahnsinnig engagierte Organisationen sind, die ein Anliegen haben, die eine Idee haben, die ein Projekt entwickeln und sei es ein Projekt wie Laden beim Wirt, vielleicht kann ja eins mal so heißen und die uns dann diesen Vorschlag bringen und wir gucken dann, passt in unsere Kriterien, haben wir gerade Geld dafür und dann unterstützen wir das total gerne. Also der Aufruf durchaus nochmal in diese große Runde hier. Denkt nach, kennt ihr spannende Organisationen, die sowas können, sowas wollen, dann versuchen wir gerne dabei zu sein. Okay, dann gehen wir da. Da ist jemand, ja genau, ich bin total geblendet. Ja, vielen Dank. Ich bin nochmal aus Konstanz und die Frage wird jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen abstrakter als nur Mobilitätslösung, aber ich fand gerade diesen Ansatz total genial, den ihr erzählt habt mit, ja, wir haben mehrere Ökostromanbieter, die alle vor derselben Herausforderung stehen, Ladelösungen anzubieten. Aber das gibt es ja in ganz vielen Bereichen auch, Wärmelösungen, Energielösungen. Da sind ganz viele Dinge zu entwickeln. Und da schließt man sich zusammen, damit man den Aufwand nicht so oft hat und eine einheitliche Lösung anbieten kann. Das ist super. Genau vor dieser Herausforderung stehen wir jetzt auch mit unseren kommunalen Stadtwerken, die endlich viel zu spät natürlich erkennen, dass da jetzt ganz, ganz viel zu tun ist in kurzer Zeit und dass sie das nicht alles alleine hinkriegen werden, weil man ja auch gar nicht so viele Fachkräfte so schnell findet. Und jetzt ist aber leider der erste Lösungsansatz, der da gerade diskutiert wird, naja, wir brauchen Kooperation, jetzt gehen wir eine Partnerschaft mit der TÜGA ein und wollen da quasi einen Teil unserer im Moment noch 100% kommunalen Stadtwerke verkaufen. Ich finde das persönlich fürchterlich, weil TÜGA ist so tief im Gas und verstrickt. Ich glaube, da gehen wir eher nach hinten. Deshalb würde mich total interessieren, vielleicht an die ganze EWS-Familie, wird da bei solchen Kooperationen, wir entwickeln gemeinsam Lösungenbereich, vielleicht auch die Hand ausgestreckt für eben Stadtwerke, die ja auch noch sehr lokale Akteure sind, ins Boot zu kommen und zu sagen, wir machen die Transformation gemeinsam, wir nehmen euch auch damit rein bei der Lösungsentwicklung, wenn das gewünscht wäre. Danke. Also in der Tat gibt es Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben zusammen mit der EGT in Triberg im Schwarzwald haben wir die EE Infratech gegründet, die für den Messstellenbetrieb, für den wettbewerblichen Messstellenbetrieb zuständig sein soll in Zukunft. Und da ist es eigentlich offen, dass da weitere Partner mit dazukommen können. So eine Kooperation mit den Ökostromern liegt es halt immer auf der Hand. Die sind da einfach einen Schritt weiter wie die Stadtwerke. Aber dass wir uns da grundsätzlich verwehren mit Kooperationen mit Stadtwerken überhaupt nicht. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Titisee-Neustadt haben wir die Energieversorgung Titisee-Neustadt. Wir haben in Rheinhessen ein Projekt. Wir haben viele unterschiedliche Bereiche, wo wir kooperieren. Und da gibt es jetzt nicht, wir sagen, wir kooperieren hier mit keinen Stadtwerken. Wir werden jetzt sicherlich nicht mit der TÜGA kooperieren. Ich glaube, da werden wir auch keine großen Gespräche führen. Aber grundsätzlich offen sind wir für solche Themen in den Bereichen, wo wir tätig sein können, immer. Bitte. Ja, Peter Beißer aus Waging. Ich finde es großartig und faszinierend, inspirierend, was hier heute die ganze Zeit abläuft und was für Initiativen entstehen und laufen auch. Aber ein bisschen
Wasser in den Wein hätte vielleicht heute Morgen auch schon dazu gepasst. Adorno hat mal gesagt, der Faschismus ist wie der Wurm im Apfel, den man nicht sieht, und er höhlt es von innen aus. Und ich wollte euch fragen, ob ihr das auf dem Schirm habt, diese Populisten und Verschwörungstheoretiker der Welt, die jetzt ständig Angst machen und Ressentiments schüren, dass die Menschen jetzt beim Heizen total abgehängt werden, dass sie das Autofahren und das Fleischessen verboten kriegen und dass dann zum Beispiel heute morgens erwähnt worden, die Friedrichstraße in Berlin dazu führt, dass die Grünen aus der Regierung fliegen, dass man in Bremen völlig blödsinnig einen halben Monat vor der Wahl diese Semmeltaste abschafft. Da kracht die Partei runter. Also wie weit hat man das auf dem Schirm, dass es so diese politische Gegenbewegung gibt, was man dagegen machen kann? Also da kann ich jetzt weder mit Adorno mithalten, noch natürlich dieses ganz große gesellschaftliche Problem keine Lösung dafür anbieten. Ich kann nur sagen, dass wir unter unseren antragstellenden Organisationen schon auch gerade in dieser Hinsicht sehr genau gucken. Also wir bekommen oft Anträge von neuen Organisationen, die uns erstmal noch gar nichts sagen. Und wir gucken das wirklich sehr, sehr genau an. Wir gucken nicht einfach nur auf die Website, sondern die Kolleginnen, die das prüfen, die gucken auch wirklich sehr gründlich, was findet man über die, wie äußern die sich. Und wir haben dann auch schon die einen oder anderen gefunden, wo wir dachten, nee, da möchten wir eigentlich nicht in einem Atemzug genannt werden und das passt dann auch einfach nicht zu uns. Das kommt durchaus vor, es kommt sehr selten vor, aber es kommt vor. Und zumindest in dem Bereich, also was, sag mal, unseren Arbeitsbereich als Förderprogramm angeht, da nehmen wir das sehr ernst, dass wir sozusagen eine Art, dass wir da sehr umsichtig und vorsichtig sind und schauen, mit wem wir zusammenarbeiten. Das ist so der Rahmen, glaube ich, in dem wir uns da bewegen können und da sind wir aufmerksam. Ich glaube, insgesamt geht es nur über den Dialog und über Aufklärung. Also die Leute mitnehmen. Wir machen nach wie vor viel Vorträge, sind viel an Schulen, an Universitäten, um wirklich auf die Dinge hinzuweisen. Mit unserer politischen Abteilung, mit Peter, der jetzt vorher auf der Bühne war, in Berlin viel in Gesprächen ist. Also es geht nur über den Dialog mit den Menschen, mit den unterschiedlichen Gruppen, dass man die mitnimmt. Und jetzt mit der ganzen Debatte um das Heizungsgesetz, was da alles losgetreten wurde. Ich glaube, die Grünen und Robert Habeck haben da einen super Job gemacht und die haben wirklich was nach vorne gebracht. Und es ist in der Politik leider immer so, dass die viel bewegen, die kriegen auch immer am meisten auf die Mütze. Und ich hatte es gestern bei der Generalversammlung auch gesagt, Veränderung ist Zumutung. Das ist Zumutung für jeden Einzelnen, aber wir brauchen diese Veränderungen. Wir müssen die Schritte nach vorne machen und Robert Habeck hat das gemacht und das muss noch viel kraftvoller sein. Da gibt es viele andere Ministerien in Berlin, da passiert jahrelang überhaupt nichts. Da sitzt man halt rum, aber da geht nichts vorwärts und da geht wirklich was vorwärts und wir sehen das. Was den Bereich Klimaschutz anbelangt, sind es einfach Themen, die nach vorne gehen. Wir haben im Windkraftbereich geht es viel schneller wie früher. Es geht auf allen Ebenen eigentlich schneller. Und man muss die Leute über den Dialog, über das Gespräch, muss man sie mitnehmen. Vielen Dank, Armin und Stefanie.